Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Im letzten Part waren wir noch hier im Sumpf unterwegs und sind nun beim Deku-Palast angekommen. Wir haben auch schon gehört, dass einer der Affen dort scheinbar festgehalten wird. Und natürlich wollen wir ihn retten. Deswegen geht's dann nun auch wieder rein. Willst du doch mal den dummen Affen verhöhnen? Du scheinst großen Spaß daran zu haben. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal, bitte auf keinen Fall andere Bereiche. Das werden wir sehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Zum inneren Palastgarten. Okay. Was haben wir hier? Auch zum inneren Palastgarten, ja dann. Huch. Ah, okay, es hat sich so ein bisschen geändert. Von der Perspektive her. Sieht interessant aus. Wahrscheinlich darf ich hier auch nicht erwischt werden, oder? Ah, vermutlich nicht. Na gut, gehen wir erstmal den regulären Weg ab, würde ich sagen. Vielleicht müssen wir ja sowieso hier lang. Mal gucken. Und alles andere erforschen wir dann, wenn wir hier fertig sind, zum Thronsaal. Weil letztendlich, sag ich mal, denke ich, wollen wir ja sowieso zum Dämmerwald-Tempel. Deswegen mal gucken. Ui. Das ist nicht ganz so ui. Thronsaal des Deku-Königs. Der sieht ja interessant aus. Okay. Ich finde es aber ganz schön, dass wir hier auch ein Gebiet haben, wo wir nur als Deku rein können. Dass diese Verwandlungen quasi nicht immer nur sind, ich verwandle mich, mache irgendwas und verwandle mich wieder zurück. Sondern dass die wirklich auch mal ein bisschen länger halten. Das finde ich cool. Man erzählt sich, der Affe hätte die Prinzessin gefressen. Wie fürchterlich. Nur Mitglieder der königlichen Familie können den versunkenen Tempel betreten. Es ist offensichtlich, dass der Affe sie benutzt hat. Okay. Was sagt ihr noch? Ich hab's gesehen. Der Affe und die Prinzessin sind nachts zusammen zum Tempel gegangen. Aber nur der Affe ist wieder rausgekommen. Die arme kleine Prinzessin. Gerade erst hat sie geil wieder mit Deku-Pfeilen... Pfeifen spielt. Entschuldigung. Deine königliche Hoheit war so stolz auf sie. Ich glaube eher, dass die Prinzessin freiwillig mit ihm mitgegangen ist und dann einfach nicht mehr wieder rauskam. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal wie oft ich es noch sage, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie es unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Also ich glaube dir. Aber die hier scheinbar nicht so ganz. Du siehst ja lustig aus. Jetzt, da unsere geliebte Prinzessin vermisst wird, ist der König stets sehr, sehr aufgebracht. Ich fürchte, die Prinzessin befindet sich in Schwierigkeiten, so wie es der Affe behauptet. Aber in seiner derzeitigen Verfassung ist der König nicht dazu in der Lage, Truppen nach ihr auszusenden. Was sollen wir nur tun? Okay. Dein Gesicht habe ich hier noch nicht gesehen. Bist du ein Besucher? An und für sich sind Fremde in meinem Thronsaal nicht willkommen, aber heute mache ich eine Ausnahme. Der dumme Affe, der die Deko-Prinzessin entführt hat, wird heute bestraft. Das ist ein Angriff auf die königliche Familie. Ich werde ihm schon zeigen, was dies zur Folge hat. Dieser dumme Affe sitzt dort in meinem Käfig. Sieh ihn dir nur gut an. Okay. Sagt ihr noch irgendwas anderes? Eure Hoheit, ich bitte euch, beruhigt euch. Ah, ich schätze mal, ich muss irgendwie von der Seite an den Affen dran. Da ist ja noch eine Tür. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir ihn befreien können. Weil sie haben ja schon recht, es bringt die Prinzessin ja auch nicht wieder. Huch. Sei mein Bruder gesund? Du gesehen Eingang zu Käfig? Wir kennen geheimen Weg. Finde Weg von Eingang zum äußeren Garten aus. Aber Eingang hoch oben, niemand kommt hinaus. Brauchen Erbse von Erbsenverkäufer, wohnen unter Palastgarten. Du verstehst, was ich sage? Nein. Nun. Achso, du sagst nochmal genau das Gleiche. Brauchen Erbse von Erbsenverkäufer, wohnen unter Palastgarten. Ja. Oh, du Klugsein. Pflanze Erbse in weicher Erde im äußeren Garten. Rest du selbst herausfinden. Schnell, du helfen Bruder. Die Sache ist, wir haben den Erbsenverkäufer schon gesehen. Aber dafür brauche ich ja eine Landurkunde. Ha, immer dieser Stress. Eigentlich, kann ich hier wieder
zurückfahren. Eigentlich wollte ich ja das in einem Sidequest-Part machen, weil ich ja auch gesagt habe, dass vor dem Sumpf, also noch auf der Termina-Ebene, ohne riesige Libelle da oben oder irgendwas ähnliches, auch noch Plätze für diese Wundererbsen sind. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, machst du das halt, wenn du Sidequests machst. Ich meine, gut, das mit der Ranke und dem Herzal hat sich ja erübrigt, aber es gibt mit Sicherheit auch mehr als genug andere Sachen zu erledigen an Sidequests. Da werden sich ja bestimmt einige Sachen anhäufen. Und nein, er wird wieder aufgespießt. Ich denke auch, wir kriegen ja im ersten Dungeon irgendein Dungeon-Item, vermutlich. Und das wird man bestimmt auch wieder benutzen können, um neue optionale Sachen freizuschalten. Deswegen habe ich gedacht, okay, machst du halt nach dem ersten Tempel alles. Aber in dem Fall brauchen wir ja scheinbar die Erbse. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht sowieso irgendwie da drin nochmal kriegt. Weil er meinte hier irgendwas von Wohnen unter Palastgarten, aber ich will mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht durchschleichen, um dann festzustellen, dass ich da falsch bin. Deswegen probieren wir doch mal das Reisen mit der Eulenstatue aus. Holen uns doch eine Landurkunde und kaufen unsere Wundererbsen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, weil ich glaube, von dem Punkt da beim Dekopalast aus kann ich mich vermutlich nicht porten, weil das keine Eulenstatue ist. Wie war das Lied denn? Ich habe es schon wieder vergessen. Aber hier fehlt mir noch eins. Okay. Lied der Schwingen. RXA. Gucken wir doch mal, wie das so funktioniert. Ja, nach Unruhestadt, bitte. Ja. Ui. Das sieht interessant aus. Ein bisschen übertrieben, aber interessant. Okay. Leg mal kurz aufs Inventar, dass die Zeit nicht weitergeht. Für die Landurkunde mussten wir noch mal zurück zur Sternwarte, glaube ich. Da durchgucken. Auf den Mond gucken und so. Und dann fliegt ja dieses Ding runter, was ich einsammeln kann. Die Mondträne, genau so hieß es. Das mache ich mal eben kurz offscreen, weil das haben wir ja schon mal gesehen am Anfang des Let's Plays. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich war mal kurz bei der Sternwarte und habe mir eine Mondträne organisiert. Wie wir das auch schon gesehen haben im Let's Play, aber ich habe mir gedacht, muss halt nicht sein, das nochmal alles zu zeigen. So, einmal die Mondträne. Weil ich finde, das hat jetzt schon so, oh, 6 Minuten gedauert, dahin zu laufen, durchzugucken, wieder zurückzulaufen. Und ich denke, die Zeit können wir auf jeden Fall besser investieren. Gut. Haben wir unsere Landurkunde wieder. Ich bin mal gespannt, auch wie teuer jetzt die Wundererbsen sind. Ich habe aktuell 77, ich glaube, ich nehme noch mal welche mit. Huch, so viele wollte ich nicht mitnehmen. Nehmen wir mal 100 Stück mit. Zu dieser unmenschlichen Stunde wird für alle Abhebungen eine Gebühr von 4 Rubinen verlangt. Ja, ist okay. So. Nur für den Fall der Fälle, wie gesagt, dass das irgendwie unverschämt teuer ist. So. Und ja, ich gucke zwischendurch immer noch mal nach, wie die da gespielt werden. Ich weiß nicht, ich kann mir das einfach nicht merken. Keine Ahnung wieso. Na, ich kann mich nur dahin porten. Ist okay. Das sieht auch lustig aus, dieser kleine Dekolink mit den riesigen Flügeln. Ich hatte auch erst überlegt, die Zeit nochmal zurückzuversetzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass vom
Dämmerwald-Tempel auch nochmal ein Speicherpunkt sein wird. Alles andere fände ich irgendwie etwas seltsam. So, ich hoffe nur, dass ich auch die Tempel immer in einem Zyklus schaffe. Das wäre sonst ziemlich unangenehm. So. Huch. Aber wollte der nicht? Oh, da verkauft er mir als Deko-Link immer die Dinger und nur als Link brauche ich die Urkunde. Ja, gib mir mal welche. Was? Ich weiß darüber nicht Bescheid. Wieso nicht? Jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht. Moment. So. Dazu brauchst du richtige Beziehungen. Da. Oh, eine Landurkunde. Ich wünschte, du würdest es mir geben. Im Austausch dafür gebe ich dir dieses Land. Abgemacht? Und was habe ich jetzt getan? Ich habe eine Sumpfurkunde bekommen. Okay. Ich gehe jetzt in die Stadt. Den Rest überlasse ich dir. Aber jetzt habe ich immer noch keine Wundererbsen. Ich habe mir so gedacht, okay, ich gebe ihm die Landurkunde und dann kann ich Wundererbsen kriegen, aber jetzt ist er ja ganz abgehauen. Ich fühle mich veräppelt. Oh, da oben ist ein Herzteil. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, ehrlich gesagt. Aber es ist auch gut. Die Sache ist, es gab doch in Unruhe statt auch Wundererbsen zu kaufen, oder? Was jetzt? Moment. So rum war's. Ha, es ist aber so typisch, wenn du Zelda blind spielst. Du denkst dir so, ja, okay, mache ich so und so und dann... Nö, das war falsch. Ich hätte jetzt echt gedacht, okay, ich hole ihm die Landurkunde. Dann ist er glücklich und dann kriege ich vielleicht irgendwie Wundererbsen. Ich meine, es wurde ja auch was gesagt von wegen, dass es die... doch, hier ist richtig. Irgendwie unterm Palast oder so gibt, aber ich möchte ehrlich gesagt auf Nummer sicher gehen. Deswegen hätte ich gerne schon welche gehabt, bevor ich da hingehe. Hier gab es doch irgendwo welche. Ich weiß nur nicht, ob die Läden jetzt offen haben. Da war der Bombenladen. Hier? Fragezeichen? Ja, hier. Und da sehe ich auch welche. Da. Die sind zum Essen oder so. Die kosten 100 Rubine. Ich nehme die jetzt einfach... Ja! Warum? Gib mir doch... Als ob ich nicht weiß, wie man Erbsen benutzt. Ihr seid doch alle doof. Kann ich eigentlich auch... Moment. Ah, ich kann mich echt von überall dahin teleportieren. Das ist praktisch. Also, fassen wir zusammen. Ich bin jetzt ganz zurück nach Unruhestadt, um die Mondträne zu holen, um die Landurkunde zu holen, um dem Deko glücklich zu machen. Nur um dann festzustellen... dass er einfach wegfliegt. Wobei, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob er dort ist. Ach komm, wir porten uns nochmal, weil es so schön war. Ich meine, hey, jetzt wo ich das Lied auswendig kenne, ne? Nee, also dann bin ich dort wieder hierhin zurück. Und er ist abgehauen. Und dann bin ich wieder nach Unruhestadt, weil ich dachte, dann kann ich die da kaufen. Kann ich aber nicht. Dann bin ich wieder zurück. Dann ist mir eingefallen, dass ich vielleicht nochmal gucken sollte, ob der Deko vielleicht jetzt doch da ist. Wetten wir... Ich kriege die Erbsen immer noch nicht. Ich könnte mein Hinterteil drauf verwetten, aber ich versuch's. Er müsste doch jetzt eigentlich ja da vorne sein. Danke, dass du vorbeischaust. Oh, du hast mir doch die Urkunde gegeben. Dank dir kann ich nur an dem Ort leben, von dem ich schon immer geträumt habe. Aber leider kann man hier fast nirgendwo Erbsen pflanzen. Weißt du, was wohl nur Erbsen sind? Ich verkaufe dir eine für 10 Rubine. Sicher? Okay. Ich werde die nächsten Wochen nie wieder ruhigen Gewissens Erbsen essen können. Nie wieder. Nicht, dass ich sowieso viele Erbsen essen würde, aber das ist wirklich deprimierend. Gerade. Ich reise die ganze Zeit von A nach B, nur um dem armen Affen zu helfen und es bringt einfach nichts.
Aber gut. Das, meine Damen und Herren, sind Blind-LPs. So ist das halt einfach. Ich hoffe, das stört jetzt auch niemanden. Aber... Darf ich? Ach nee, ich muss, glaube ich, oben starten, oder? Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwie schöner zu sehen, dass jemand das Spiel spielt und nicht so viel Ahnung hat und einfach alles selber entdeckt oder es zumindest versucht. Warte mal. Das muss ich ja wieder bezahlen. Bin ich als Deko ein Kind? Nein, bin ich nicht. Na gut. 50 Kinder, 10. Gruppentarife ab 15 Personen. Ah gut, ich bin doch ein Kind. War mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich als Kind durchgehe. Nee, auf jeden Fall finde ich es immer schöner, dass man dann auch wirklich sieht, dass das jemand zum ersten Mal spielt und nicht so die Ahnung hat. Und auch wenn man dann vielleicht als Kenner des Spiels davor sitzt und sich denkt, oh Gott, warum tust du das jetzt? Ich finde es immer schöner, als wenn man das Gefühl hat, dass derjenige vorher schon eine Komplettlösung auswendig gelernt hat und genau weiß, was er tun muss. Also ich glaube, manchmal schaffe ich es ja wirklich, Sachen auf Anhieb hinzukriegen, wo man sich denkt, das hätte ich gar nicht auf Anhieb wissen dürfen, was dann einfach nur Zufall ist. Und dann fragen die Leute manchmal, ist das wirklich blind für dich, bist du dir sicher? Aber ich glaube, gerade solche Momente wie gerade eben beweisen dann, dass es definitiv blind ist. So blöd kann keiner sein, der das Spiel kennt. Aber gut, da habe ich wahrscheinlich einfach ein bisschen zu weit gedacht. Ich hätte jetzt wahrscheinlich einfach weitergehen sollen im Palast und dann wäre da irgendwo ein Erbsenhändler gewesen, wurde ja auch gesagt. Aber ich wollte halt den Weg nicht doppelt gehen, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ne? Denkst du mal ein bisschen weiter? Hat nicht ganz so gut funktioniert. Habe ich so den halben Part jetzt verschwendet, aber gut. Ist ja nicht so schlimm, hoffe ich zumindest. So, Deko-Palast. Einmal kurz wieder wechseln. Und dann mal schauen. Wahrscheinlich muss ich mich hier vorne wieder anmelden. Ich versuche erstmal innen weiterzugehen. Ich weiß, ich kann ja hier außen noch irgendwie weiter, rechts und links und auch bei dem Boot nochmal. Aber ich möchte erstmal hier schauen. Ui, Rubine. Ui. Was passiert? Ein Eindringling. Okay, dann werde ich direkt rausgeschmissen. Ah, dann werde ich ganz rausgeschmissen. Okay, das ist ja nervig. Ja. Ist okay. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. Ich bin halt neugierig. Kann ich da hoch? Nein. Das ist schon ein bisschen anstrengend. So, ich bleib mal hier unten. Da ist eine Dekoblume, aber da komme ich erstmal nicht hin. Bin ich hier vielleicht sicher in der Ecke? Mal gucken. Da ist ja noch einer. Dummdi-dumm, ich bleib hier hinter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin möchte. Das ist so das nächste Problem. Geh du noch mal zurück, bitte? Ich mag solche Schleichpassagen eigentlich gar nicht. Aber gut, jetzt bin ich hier gelandet. Achso, es wechselt wieder. Ich wollte gerade sagen, wieso ist das Bild jetzt kleiner geworden? Ich könnte dann natürlich versuchen, hochzuklettern. Mal gucken. Aber er kommt da auch nicht hoch. Okay, ich dachte, vielleicht kann er da hochklettern, aber nein. Ja, macht mir das Bild noch kleiner. Ich warte noch mal eine Runde kurz ab, bis er wieder zurückgelaufen ist.
Ich sollte nur, ja, drauf aufpassen, dass ich nicht gerade mitten im Bild bin, wenn das umspringt, weil wer weiß, wie das dann ist. So, da läuft noch einer entlang. Und da. Okay. Kann ich dem nicht quasi einfach hinterherlaufen dann? Da ist ein Herzteil. Ha! Aber mehr scheint hier hinten nicht zu sein, weil höher komme ich ja nicht. Dann kann ich mich jetzt auch erwischen lassen und wieder rausschmeißen lassen. Hallo! Aber ich habe ein Herzteil gefunden. Das finde ich gut. Dann probieren wir doch beim nächsten Mal die rechte Seite aus. Und wenn wir da auch nicht weiterkommen, dann hüpfen wir einfach mal hier rum. Klingt für mich nach dem Plan. Ah, da war der Speicherpunkt. Haben wir heute nicht so viel geschafft, aber ich bin halt manchmal ein bisschen zu experimentierfreudig. Ich gebe es ja zu. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.